wirtschaftlicher Gewalt weiter angestiegen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung durch das Bundeskriminalamt. Demnach wurden zwar... Totschlag, Körperverletzung innerhalb... Freiheitsberaubung. Sie sind außerdem besonders von Bedrohung, Stalking und Nötigung betroffen. Etwa die Hälfte der Opfer lebte dabei mit der Tat fest. Das war ein Bericht von Uli Haug. NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Service. Mit stockendem Verkehr aktuell auf der A1 Hamburg Richtung Bremen zwischen dem Dreieck Norderelbe und Stillhorn. 2 Kilometer Stopp. Hamburg zwischen Volkspark und dem Elbtunnel. 3 Kilometer stockend, allerdings für LKW. Und die B2...